Hallihallo. So, jetzt mal ein schnelles Video so für zwischendurch mit Beantwortung von ein paar Fragen. Hier könnt ihr schon mal sehen, wie sich das kleine Vögelchen hier entwickelt. Ich finde, ich komme ganz gut vorwärts. Und neu ist hier dieser Schnabel, der ist toto completo jetzt schon fertig. Und ich habe hier noch so halb zugeklappt, halb auf. Ich klappe es mal eben um. Da seht ihr, wo ich gerade im Moment dran painte. Schon mal das Licht ein bisschen mehr hier hin. Da könnt ihr also jetzt sehen, wo ich gerade dran painte. Und hier seht ihr auch dieses furchtbar viele Konfetti. Konfetti, Konfetti, Konfetti. Ja. Und jetzt hat die Petra mich gefragt, ob ich ein System beim Painten habe. Ja, ich habe tatsächlich ein System beim Painten. Wenn ich jetzt diese Flächen hier habe, ja, wo ich jetzt zum Beispiel. Ich kriege euch mal eben einen Stift und dann zeige ich euch das mal ganz genau. Wo ich jetzt hier zum Beispiel, hier sind Zweien, ja? Zwei, 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 zwei. Dann, mittlerweile bin ich geübt, deswegen zeige ich euch mal, habe ich hier so ein ganz, dieses große Ausgeschnittene, ja? Ich bin mittlerweile geübt und kann recht schnell gucken, ob ich noch eine Zwei habe. Und dann fällt mir auf, hier oben ist noch eine Zwei und hier ist noch eine Zwei. Wenn man sich im Painten so ein System herstellt, dann macht man Farben, entweder Farben extra, man macht Symbole extra oder man macht Zahlen extra. Ich gehe immer nach Zahlen, weil wenn ich ein Symbol hier habe, zum Beispiel hier die Hand und muss die suchen, dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt Symbole Hände suche, weil hier sind, glaube ich, nur zwei Hände. Die eine zeigt nach links und die eine zeigt nach oben. So, dann bin ich nämlich fertig. Also bringt es mir nichts, das nach Händen zu sortieren. Ich muss definitiv dann die Zahlen haben. Und ich komme mit den Zahlen eigentlich so am besten klar. Wenn ich so eine Hand zum Beispiel habe, ja, wie ich sie jetzt hier oben, ich zeige es euch mal hier gerade, wenn ich diese Hand, die ja jetzt hier oben hinkommt, ich zeige es mal eben gerade, ja, wo hatten wir die jetzt hier eben? Ist natürlich wieder mal klar, der Vorführeffekt, ne? Unabhängig davon, ob wir jetzt die Hand wiederfinden oder nicht, ist auch egal. Dann seht ihr hier diese anderen Symbole noch. Jetzt kann ich herkommen und kann sagen, okay, ich gucke jetzt, ob in meinem Feld hier irgendwo ein Stecker zu sehen ist oder ob in meinem Feld diese Kette hier zum Beispiel irgendwo zu sehen ist. Hier oben wäre die Kette zum Beispiel, ja. Das hieße also, ich könnte jetzt dieses Symbol direkt mit abpainten. Kann gucken, ob ich hier irgendwo diese Mondsichel sehe. Kann gucken, ob ich den Stecker irgendwo sehe und würde das Ganze mit abpainten. Jetzt kommt der ultimative Tipp an euch. Ihr werdet irre, wenn ihr direkt so ein großes Feld, wie ich es jetzt hier mache, abpaintet. Ja? Deswegen sage ich, bei diesen großen Systemen, gerade am Anfang, schneidet ihr euch kleine Fenster. Wie jetzt zum Beispiel hier nur so ein Fenster. Ja? Wenn ihr nur so ein Fenster habt, dann müsst ihr natürlich auch nur diese hier abpainten. Das heißt, ihr sucht euch jetzt zum Beispiel dieses Symbol, was dann auch relativ schnell hier geht. Und ich weiß sofort, das ist die 552. Ihr kriegt irgendwann, habt ihr das im Kopf, irgendwann guckt ihr und dann seht ihr genau, okay, alles klar, das habe ich schon mal gesehen. Und wenn ihr die Nummer jetzt hier nicht wisst, aber ihr kennt wenigstens das Symbol und ich zeige es mal eben gerade hier. Ich habe also ja jetzt hier meine ganze Palette. Ja, hier seht ihr zum Beispiel, das sind schon mal von Natur aus so ein paar Dreiecke, die relativ dicht beieinander liegen. Ist bei Painterbox so, ist aber auch zum Beispiel bei Diamond Painting Deutschland, die machen es auch so. Evermoment macht es so, dass sie relativ viel diese Symbole nebeneinander stellt. Oder stellen. So, jetzt habe ich hier die 552, das habe ich euch ja eben gezeigt, dieses Symbol. Dann würdet ihr dieses Symbol jetzt hier entweder kippen in ein Schiffchen. Und ich mache jetzt mal hier zwei Schiffchen, damit ihr mal die Größenunterschiede seht. Hier ist ein kleines Schiffchen, hier ist ein großes Schiffchen. Ich mag, wir haben auch noch so ein Mittelschiffchen. Ich mag Schiffchen, die vorne zu sind. Das kann man hier auch vorne dann zumachen. Und dann kann man es hier reinkippen. So. Und dann schüttelt ihr das einmal. Da kommt der Taco an. Dann schüttelt ihr das einmal.
Und dann habt ihr es hier so in der Ecke liegen. Aber, nächstes Problem. Hier in diesem Abschnitt habt ihr genau, und das ist schon viel für Konfetti, 1, 2, 3, 4 Symbole. Das heißt, ihr habt die Symbole jetzt hier abgekippt in dieses Riesenschiffchen. Die sind hier relativ verloren, ja. Ihr müsst jetzt aus diesem Riesenschiffchen, nehmt ihr jetzt ein Symbol und steckt sie rein. So, jetzt haben wir es hier schon eingeklebt. Jetzt nehmen wir hier nochmal ein Symbol, kleben es hier wieder drauf. Und wir haben hier noch ein Symbol und kleben es hier drauf. Ja, fertig. Das war's an diesen Symbolen. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, sieht auch spontan, hier oben fehlt noch eins. Jetzt haben wir dieses Schiffchen voll. Wir sind mit den Symbolen aber fertig. Jetzt ist das eine Riesenaktion, gerade in diesen, mit diesen schweren, großen Schiffchen. Ja, es geht alles daneben. So, jetzt müssen wir das also mühsam hier reinpicken und können es wieder verschließen. Unser Schiffchen können wir wegtun. Ich mache euch noch mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier oben das V. V ist direkt hier. Ich weiß es einfach. Es ist hier. Ich kann es mir nehmen. Und hier haben wir zum Beispiel die Buchstaben. V, W, X, Y, M, Q, T, U. Und hier haben wir noch das Z. Und hier oben haben wir alle A, B, D, E, G, I, H, J, K. Nochmal hier M, K, T, U, V, W, X, Y, Z. So, wir wissen also, dass die Buchstaben irgendwo in diesem Bereich liegen. Und ganz wichtig ist, lasst diese Schachteln einfach immer so liegen. Egal, was ihr macht, tut die nicht umdrehen oder jetzt hier diese eine Schachtel zum Beispiel nach hier oben legen oder sonstiges, weil je öfter ihr in irgendetwas greift, das kennt ihr ja auch aus der Küche, wenn ihr Tassen in einem Schrank sortiert habt oder wenn ihr Teller in einem Schrank oder Besteck, ihr wisst ja, wo es ist. Ihr kriegt es immer wieder und das ist einfach diese Aktion von eurem Gehirn, okay? Ich kann mich daran erinnern, ich habe hier das schon 25 Mal herausgeholt. Ich weiß, es ist irgendwo hier links oder rechts. Ist es rechts? Es ist rechts. Frauen wieder. Herz-Links-Schwäche. Herz-Links. Oh ja. Oh ja, ich krieg's nicht raus. Rechts, links, Schwäche. So. Ihr wisst also, je öfter ihr es macht, umso mehr Routine kommt rein und umso mehr wisst ihr es. So, jetzt haben wir hier das V. Jetzt kommt ein neues Beispiel. Ich nehme, wenn ich nur so wenige Dinge hier nehme, so wenige Buchstaben habe oder so kurze, nehme ich nur die kleinen Schiffchen. Erstens mal bin ich schneller im Schütteln. Und zweitens mal, ich brauche ja wirklich nur zwei Stück, die ich jetzt hier rein tue. Ich sehe überhaupt nicht, ob ich es gerade mache, aber ich vermute es mal. Jetzt ist in diesem Stück hier, sind definitiv nicht mehr Vs. Für denjenigen, der anfängt mit diesem kleinen Stück, ist er hier schon wieder fertig. Würde ich es jetzt machen, gucke ich hier mal eben gerade drüber und gucke, ob ich auf die schnellen V finde. Würde jetzt zum Beispiel hier oben ein V finden, würde es hier reinpinken. Würde hier unten, ich habe gerade noch eins gesehen, hier ein V finden, ja. Und noch ein kleiner Tipp zum gerade biegen, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, ich sehe, der ist nicht ganz gerade, dann tue ich den mit der Pinzette so ein kleines bisschen zurechtschieben oder ich tue hier die zusammenschieben. Andere nehmen dafür einen Schieber, ich liebe meine gebogene Pinzette, mit der ich das wirklich machen kann. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr abrutscht und hier drüber schabt, dann macht ihr eine Macke in die Steine. Wenn die Macke nicht ganz so groß ist, kann man die lassen. Ist die aber riesig, würde ich den Stein auch wieder rausnehmen. Es gehört also auch hierzu ein kleines bisschen Übung. Hier wäre jetzt noch ein V, ich will aber jetzt nicht weitermachen. Also hier wäre zum Beispiel noch ein V. Ich weiß nicht, ob wir jetzt spontan hier hinten ist ein V zum Beispiel. Ja? Also ich scanne praktisch immer mit den Augen. Ich gucke hier einmal so kreuz und quer durch und finde meistens den größten Teil. Aber auch ich habe dann wieder Momente, wo ich gerade alles weggeräumt habe und dann hier unten irgendwo auf einmal doch noch ein V sehe, wie zum Beispiel hier unten die beiden. Ich weiß nicht, ob mir die jetzt spontan aufgefallen wären, aber ja, jetzt sind sie mir halt aufgefallen. Deswegen für euch der kleine Tipp, bei so großen Bildern, wenn die neu sind und wenn ihr noch nicht so firm seid, macht euch hier nur so kleine, ganz kleine Schnipsel. Wie macht ihr euch so kleine Schnipsel? Ich liebe mein Skalpell. Wer in der Medizin arbeitet, kennt natürlich die Skalpelle. Ich liebe mein Skalpell, aber ihr müsst gerade beim Skalpell extrem aufpassen, weil dieses Papier hier und darunter ist schon direkt Leinwand. Es ist also jetzt fatal, wenn ihr zu heftig und zu viel aufdrückt. Deswegen
nehme ich mir entweder ein Lineal oder aber, Not macht erfinderisch, ich habe gerade keine Lust dazu, mir ein Lineal zu holen, dann nehme ich mir hier meine Schächtelchen, hier meine Schüttel, ja, meine, sag doch mal, meine Schiffchen. Ich komme noch nicht mehr drauf. Es war ein langer Tag, Ladies, echt. Und Männer, Entschuldigung, wer auch immer mitpainted und männlich ist. Ich mache also nur so einen ganz kleinen Hauch hier rein, dass ihr den nur so ganz haarscharf seht. Weil beim Skalpell ist es so, ich kann das jetzt hier abheben und ihr seht direkt die scharfe Kante hier, ne? Und ich weiß, dann ist auch nichts auf der Leinwand. Und selbst wenn, ihr könntet den Schnitt jetzt hier auf der Leinwand erkennen, aber es geht nicht durch die Leinwand durch. Also beim Skalpell ist es so, besser nicht so fest aufdrücken. Ja, und ihr könnt das nachher wie so eine Trennlinie dann praktisch aufreißen. Ja, immer auch wieder Schutz hier drauf machen, ganz wichtig, weil die Dinger sind wirklich scharf und die gehen durch wie Butter. Ihr könnt natürlich auch eine Schere nehmen, herkommen, hier so ein kleines Stück hochheben und ja, es ist jetzt schwierig, von hier unten einschneiden und von hier oben einschneiden. Ich würde aber immer so einschneiden, dass ich es nachher wieder drüber kleben kann, weil so wie ich jetzt heute, ich bin nicht fertig geworden hier. Und weil die Leinwand jetzt hier offen ist, es ist zwar idiotisch, aber es ist mein innerer Monk, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich habe dann Angst, über Nacht fällt Staub drauf oder weiß Gott irgendetwas anderes. Also lege ich mir das alles wieder zurück, lege ein Schiffchen drauf, lege eine Pinzette da drauf. Ab und zu nehme ich auch schon mal meine Lampe, stelle die hier drauf. Ja, dann weiß ich, okay, bis morgen kann nichts passieren. So, jetzt sollte ich das hier wieder zurückschicken. Das war nämlich das V. Und dann tun wir es hier wieder reinkippen. Ihr seht, wie schnell das geht, ne? Also ich finde die hier wirklich super. Die haben eine ganz, ganz, ja, die haben hier so eine feine Öffnung. Und wenn ich jetzt eine Farbe rauskippe und ich würde die so offen schütteln, kann es passieren, dass hier vorne alles rausflutscht. Also nehme ich meinen Daumen, tue den hier so rein, kann ein bisschen kippen und klopfe mir das hier so nach unten. Und kann dann von hier aus alles rauspicken. Auch Hiddert hier mit der Schütteltechnik, da kommt ihr irgendwann zu. Ich habe am Anfang wirklich da gesessen und habe gedacht, um Himmels Willen, wie machen denn alle das? Üben, üben, üben. Beim 200. Mal schütteln wisst auch ihr, wie es geht und ihr habt eine eigene Technik entwickelt. So, dieses zum Painten, wie ich mehrere Bilder painte, das System von großen Bildern und auch beim Konfetti. Ich nehme die großen Schiffe hier, die hier, immer dann, wenn ich Color Blocking habe. Also, ich zeige euch jetzt mal eben gerade, was Color Blocking ist, indem ich das hier mal aufmache. Color Blocking fängt zum Beispiel hier an. Hier habt ihr ganz viel von einem und demselben Symbol. Das nennt man Color Blocking. Also es ist ein Block von einer Farbe. Diese Farbe hier kommt ganz, ganz häufig vor und wir wissen schon direkt, diese Farbe ist Black. Black. Und wenn ich so eine Farbe habe und habe hier so viel, dann nehme ich mir auch ein großes Schiffchen, weil es wäre ja Unsinn, ich würde mir jetzt hier nur 30 Stück rein. Ich weiß ja jetzt schon, dass mir die auf gar keinen Fall reichen werden. Deswegen nehme ich hier einfach ein großes Schiff und kippe alles in mein großes Schiff rein. Mach's hier vorne auch zu, damit nichts passieren kann. Und dann tue ich es schütteln. Ich schüttle es jetzt mit links mal. So. Und wenn ihr die so hier fein im Schiffchen liegen habt, dann könnt ihr auch herkommen. Jetzt kommt wieder eine Sache, die ich absolut hasse. Aber es gibt Kolleginnen, die total lieben. Wir haben hier oben so einen Mehrfachaufsetzer. Hiddert ist ein Vierer. Und dieser Mehrfachaufsetzer ist gespickt mit Patafix. Ich komme nochmal zum Patafix, weil es gibt mehrere Füllmöglichkeiten. Patafix klebt ordentlich. Ich würde also jetzt hierher gehen, würde mir das hier hinlegen, würde jetzt hier vier Stücke aufnehmen, habe die jetzt hier unten drauf und würde die jetzt hier, ich bin jemand, der gerne senkrecht die absetzt, ja? Weil wenn ich die senkrecht absetze, kann ich die noch mal so ein kleines bisschen schieben. Wenn ich die waagerecht hier oben absetze, muss ich schon sehr genau treffen und ich kann nicht gut treffen. Jetzt sehe ich, dass sie nicht ganz gerade sind, also würde ich die mit der Pinzette noch mal gerade. Ab und zu geht es auch mit dem Fingernagel, weil es kommt immer auch auf den Kleber drauf an.
Und jetzt sind wir hier halbwegs gerade. Ich sehe es jetzt nicht ganz gut, weil ich meine Lupenlampe hier nicht habe. Also es dürfte relativ gerade sein. Ich mache jetzt auch hier nicht weiter. Das jetzt nur mal hierzu. Ich bin aber jemand, der gerne im Schachbrettmuster pickt. Vor allen Dingen dann, wenn er so viele Farben hat. Nicht so viele Farben, sondern so viel von einer Farbe. Dann gehe ich hierher und picke die so im Schachbrettmuster. Das heißt, ein Machen, ein Freilassen, ein Machen, ein Freilassen. Weil ich höre dann nachher, ob das wirklich reinpasst. Ne? Dann sitzt er nämlich. Also ihr hört es am Klicken. Aber auch nur dann, wenn der Druck wirklich gut ist. Und auch nur dann, wenn ihr tolle Steine habt, wie Harzsteine oder in dem Fall, also hier sind es jetzt Harzsteine, beziehungsweise, ja, es sind Harzsteine. Ihr seht nämlich hinten Harzstein und Acrylstein, kann ich auch nochmal zukommen. Beim Harzstein seht ihr hier, ist die Fläche unten ganz gerade. Ich weiß nicht, ob man es von der Kamera sieht, ich zeige es nochmal. Da ist die Fläche gerade und ich weiß, ab und zu mischen Händler schon mal. Das hier ist ein Acrylstein und den Acrylstein, da könnt ihr hier unten sehen, wenn ich ihn hier rauskriege, wartet mal. Da könnt ihr sehen, Moment. Ihr seht hier dieses kleine Löschlein. Und das zeigt uns immer, das ist ein Acrylstein. Das ist der Unterschied zwischen Harz und Acryl. Wenn ein Acrylstein gut ist, dann ist er kein Unterschied. Ich zeige es nochmal, ich glaube, hier sieht man es nochmal besser. Dann ist es kein Unterschied zu einem Harzstein. Auch vom Schliff her nicht. Hier sieht man das Loch ganz deutlich. Sieht man es? Ja, jetzt sieht man es, genau. Hier seht ihr dieses kleine Löschlein. Das habt ihr beim Harzstein nicht. In der Klebekraft ist das völlig egal. Da passiert gar nichts. Also das ist wirklich unabhängig davon, wenn der Acrylstein gut ist und hier ist er gut zusammengemixt. Hier macht es keinen Unterschied. Hier ist er auch vom Schliff her toll. Könnt ihr zum Beispiel auch sehen. Ich kippe es mal hier eben rein. Dann seht ihr es. Und hier ist er auch vom Schliff her. Sind die Farben wirklich gut und die schimmern und glänzen auch. Also von daher ist es ein guter Acrylstein. Ja. Die Acrylsteine sind heute, hier muss man sowieso sagen, die dunklen Farben, also gerade da würde man es jetzt wirklich sehen, wenn es schlechte Acrylsteine sind, weil die würden dann nie so schön hier im Schiffchen liegen und auch nie so schön schimmern. Von daher gesehen, ich zeige es mal hier, ist es also wirklich echt ein guter Stein. Auch wenn es nur ein Acrylstein ist, in Anführungsstrichen. Manchmal mixen die Händler. Ich glaube, Painterbox hat jetzt nur noch Harzsteine, so wie ich es mitgekriegt habe. Ich weiß es aber nicht genau. Es macht aber hier in dem Fall keinen Unterschied. So. Ich kippe mir jetzt Hinhalt hier wieder hier rein, weil ich möchte nicht gleich noch wieder alles hier aufsammeln müssen. So. Ganz gut ist immer anfeuchten, einmal rein. Erstens sind die Steine nicht mehr statisch und zweitens habt ihr die direkt am Finger kleben. So. Jetzt geben wir die in unser Schächtelchen wieder zurück. Dann war es das. Jetzt wurde noch gefragt nach der Versiegelung. Versiegelung gibt es mehrere Videos schon von. Versiegelung, wie ich sie gerne mache. Ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht. Einmal mit dem Baufarn-Bindemittel. Ich habe mich am Anfang tierisch erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe den Baufarn mit so einem dicken, wirklich mit so einem dicken Pinsel. Ich nehme auch nur so dicke Pinsel. Ich zeige es mal hier, es ist nämlich offen und fast leer. Es sieht so ein bisschen aus wie Leim oder Kleister oder wie auch immer. Riecht auch ein bisschen wie Farbe. Also eigentlich sieht es ja aus wie weiße Farbe. Wenn ihr braucht wirklich nur den Pinsel hier einmal reintunken. Ja? Und ich zeige euch jetzt mal hier eine kleine Stelle. Es sieht echt so aus. Oh Gott, ich habe am Anfang die totale Panik gekriegt und habe gedacht, ach du Scheiße. Und jetzt ist dein Bild ruiniert. Jetzt, das wird ja nie wieder, um Gottes Willen. Nee, was denn jetzt? Beruhigt euch, es trocknet ein. Erstens mal könnt ihr es hier noch viel, viel besser verteilen. Man muss es also wirklich nur ganz dünn haben. Es wird eintrocknen. Hier oben könnt ihr zum Beispiel sehen, ich habe mir das hier oben schon mal laminiert, weil ich keine Lust mehr hatte, wenn ich das nachher nach hier oben ziehe, weil ich hier unten weiter painte, dann möchte ich nicht, dass die Steine hier oben abfallen. Würden sie nicht, weil es eine gute Leinwand ist mit einer guten Klebekraft.
Aber ich habe es hier mal gemacht, einfach um den, ja, das Vögelchen schon mal staubunempfindlich zu machen, weil ich ihn einfach so toll finde. Normalerweise tue ich die Bilder immer erst dann ablaminieren, also versiegeln, wenn die Bilder komplett fertig sind. Das, was ihr jetzt hier seht, ist in gut 12 Stunden komplett weg. Dann ist es komplett so klar wieder wie hier. Und ihr könnt damit auch Strasssteine machen. Habe ich also definitiv auch schon gemacht. Es funktioniert. Auch wenn ich am Anfang jedes Mal Herzklopfen habe, weil ich denke, oh wei, hoffentlich kommen die Strasssteine auch wieder, kommen sie bei Baufahren. Was vielleicht bei Strasssteinen sogar noch besser ist, es gibt hier von Kreativ Deko Vanish Gloss. Gloss nochmal, weil es nochmal so ein kleines bisschen sieht in etwa identisch aus zum Baufahren, wenn ihr hier guckt. Und Gloss nochmal, weil gesagt wird, dass die Schimmerkraft bzw. der Glanz nochmal mehr hervorgehoben wird. Ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht festgestellt. Ich weiß nur, man kann beide nehmen und beide sind gut. Es gibt zum Beispiel von Craft and Wedding, die Heidi hat schon ganz viele mal hier ausgetestet. Ich weiß, die Janine X, die hat auch schon einige ausgetestet. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal bei denen die Videos angucken. Also Craft and Wedding macht Videos und Janine X, ich meine, ihr seid alle auch mit im Diamond Painting. Ihr wisst auch, wer noch zusätzlich Videos dreht. Ich schwöre auf meinen Baufahren und nehme ab und zu schon mal dieses Vanish Gloss, je nachdem, was ich gerade, wo ich es habe. So, das hier ist also jetzt, wie gesagt, morgen komplett verschwunden. Ihr seht es ja schon hier oben, habe ich es schon einmal versiegelt. Also, ich habe mir auch mal einen Strich hier oben hingemacht. Ihr seht, auf der Seite habe ich es bis hierhin gemacht. Und auf der Seite habe ich es da oben bis hierhin gemacht. Also, alles hier ist schon versiegelt. Den Pinsel einfach nachher, ich habe mir hier so ein Töpfchen genommen, also Tupperdose, ein Hoch auf Tupperware, Wasser rein, den Pinsel immer mal wieder da drin auswaschen, wenn ihr fertig seid. Eben abklopfen mit dem Handtuch oder mit einem Zewa, ein kleines bisschen abtrocknen, dann ist das Thema durch, dann könnt ihr den Pinsel so wie er ist wieder nehmen. Wenn man sich den Pinsel hier mal anguckt, seht ihr auch, ich habe den schon ein bisschen öfters benutzt, er glänzt. Er glänzt mehr als andere Pinsel, fällt mir gerade mal auf. Ja, also das ist das Thema Versiegelung. So, ich hoffe, ich habe jetzt die meisten Fragen beantwortet. Wenn nicht, müsst ihr mir bitte nochmal drunter schreiben, was ihr noch haben wollt, was ihr noch an Beantwortung haben wollt. Das waren so ein paar kleine Tipps, die ich euch geben konnte. Es gibt unzählige Tipps, unzählig viel. Ich will euch aber auch nicht langweilen. Von daher, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, ja, Patafix wollte ich noch was zu sagen, ne? Okay, mir fällt es noch gerade ein, das machen wir schnell hier noch. Also, Patafix ist eine Art Knetmasse. Ich will es mal eben hier rausholen, wenn ich gerade drankomme. Ja. Eine Art Knetmasse. Ich hole es jetzt mal hier hinten raus. Patafix hält wirklich unwahrscheinlich lange. Ich zeige es euch jetzt mal eben gerade. Wir haben ja die normalen Wachse. Die in meinem Döschen, Moment. Das ist ja so dieser normale Wachs, den ihr auch überall kennt. Der wird hier abgemacht, dann wird er hier reingenommen. Und drückt man ein bisschen fester. Dann hebt er sich, wenn wir Glück haben, raus. Und wenn wir Pech haben, und genau deswegen, nehme ich die hier nicht. Also ich müsste ihn jetzt praktisch hier nach oben rausheben. Und ihr seht, es funktioniert praktisch gar nicht mehr. Könnte aber auch am Wachs liegen, weil der alt ist. So. Dann habt ihr jetzt hier Wachs. Dann geht man mit dem Fingernagel oder was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt. Einmal hier so drüber. Also der Wachs ist jetzt hier echt alt. Der ist eingetrocknet. Deswegen kriege ich den hier auch nicht mehr rein. Könnt das ein bisschen festmachen und den überschüssigen Wachs rechts und links einfach abpitteln. Also der hier ist wirklich grauselig, weil er echt eingetrocknet ist. So. Jetzt habt ihr Wachs gefüllt. Das Ganze wird euch halten, wenn ihr hier so ein Bild mit so einem Fenster macht, wird es euch ungefähr eigentlich nur dieses Stückchen vielleicht ein bisschen mehr halten. Ich bin jemand, der drückt extrem. Also ich drücke wirklich so, ja, richtig mit Kraft. Wenn ich nicht so extrem drücken würde, würde es wahrscheinlich noch ein bisschen länger halten. Ich habe hier den Überschuss mal noch abgemacht. Ich mag den Wachs nicht.
Und ich habe schon 100 Mal gesagt, nennt mir irgendwas, was dieses hier länger haltbar macht. Und dann bin ich mal gekommen und habe Pataflex. Dieses hier ist, ich glaube, von unserem netten Freund mit A. Es sind so kleine, wie so, ja, ich sage jetzt mal, so kleine Blättchen, die ihr hier seht. Ihr braucht normal, also normalerweise ist es für Bilder oder Fotos irgendwo einzukleben, ja. Man macht sich hier so ein, kann man hier so abbrechen und dann seht ihr jetzt auch schon. Und dann drehe ich mir die so ein kleines bisschen, mache mir die etwas dünner und dann gehe ich hier auch wieder so rein, drücke, 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 drücke und ziehe mir den Rest einfach ab. Ja, das ist praktisch wie so ein Gummi, wie ein Gummi. Ja, der Rest, der hier übrig bleibt, den drücke ich dann noch mal hier unten in die Spitze. So. Und das, was übrig bleibt, drücke ich in die Spitze rein oder mache es dann hier einfach. Ihr könnt das abziehen wie so ein Kaugummi. Praktisch wie ein Kaugummi. Stellt euch das wie ein Kaugummi vor. So, und jetzt habe ich es hier ganz gut drin. Und das hält mir wirklich. Damit kann ich sogar hier in Schächelchen gehen und kann mir den Stein einfach so rauspicken. Und ich weiß, der hängt dran. Jetzt hängt er natürlich falsch rum dran. Dann kann ich mir den hier nochmal. Und ich weiß ganz genau, der hängt. Und dann kann ich ihn hier absetzen. Und der bleibt haften. Und das Ganze kann man eben auch hier mit dem Vierer machen. Jetzt ist es aber so, nur mal als Beispiel. Ich habe natürlich jetzt auch hier eine Farbe, wo ich überhaupt nicht genügend Steine habe. Mal sehen, dass wir hier einen Vierer hinkriegen. Dann rollt ihr einmal so hier rein. Jetzt bleiben die hier hängen, weil natürlich noch ein bisschen was über ist. Und wenn ihr den jetzt aufs Bild aufsetzt, ja, so, dann würde es ja jetzt hier kleben. Hier ist ja jetzt Folie, also klebt es nicht. Ich mache es jetzt mal eben gerade ab, damit ihr dann mal seht, was passiert. Ihr habt nämlich dann einen Abdruck in dieser Knetmasse. Und die anderen Steine werden sich automatisch in diesen Abdruck hier reinlegen. Und ihr habt praktisch immer die gleichen Abstände hier. Bei einem Neuner würde ich es nie machen, würde ich bekloppt, ganz ehrlich. Weil da muss ich 9 Stück hier neben haben, muss genau gucken, dass das alles. Deswegen, ich painte maximal einen Vierer. Maximal einen Vierer. Und schon mit diesem System hier. Hier, dieses System, so wie ich den Stift jetzt hier gefüllt habe, kann ich davon ausgehen, dass ich das komplett mache. Komplett, toto completo. Und ihr merkt's, weil die Steine sind staubig. Irgendwann ist das hier nicht mehr weiß, sondern ist das wirklich kohlrabenschwarz. Und auch mit jedem Stift, den ihr oder mit jedem, den ihr hier rausholt und den absetzt, drückt ihr euch auch immer so ein kleines bisschen hier neben raus. Und dann nehmt ihr einfach den Finger und könnt das überschüssige Kaugummi, seht ihr, einfach so wegmachen. Im Mülleimer irgendwo hin. Bei mir fliegt immer dieses Zeug im Mülleimer rum. Ich habe neben mir so einen Tischmülleimer stehen. Ja, und irgendwann ist hier, selbst wenn es ein ganz tiefes Loch ist, wird es immer noch halten, weil der Stein ja oben gewölbt ist, hier. Und dann wird es immer noch drin halten. Und immer wieder baut sich hier so ein Loch ein. Ich drücke jetzt mal absichtlich. Dann seht ihr hier, dann ist hier wieder so ein Überschuss. Und irgendwann ist dieser Überschuss einfach weg, weil sich dann diese Knetmasse an diesen Stein geformt hat. Und dann seht ihr ja, auch hier habt ihr wie so eine kleine, hier so eine kleine Dölle hier drin. Und erst wenn die schwarz ist, also wenn dieses Weiß hier komplett schwarz ist, weil die Steine staubig sind, dann müsst ihr es wieder austauschen, weil dann ist wirklich keine Klebekraft mehr da. Für mich 1000 Mal besser als Wachs. 1000 Mal. Weil ich keine Lust habe, ständig den Wachs zu wechseln. Und hinter hier ist er schon so eingetrocknet, weil er eh schon so alt ist. Deswegen weg damit. Patafix. So, das war jetzt noch ein ultimativer Tipp. Und jetzt würde ich sagen, das war's. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch Fragen habt, melden. Oder wenn ihr Input braucht oder irgendwas machen wollt. Oder ich euch noch was filmen soll. Einfach Bescheid sagen. Bis dann. Tschüss.